Spielen wir mal was Vernünftiges. Jetzt zeigen wir mal Activision, Blizzard, wie das funktioniert. Microsoft. Hey, Goldmuskel, kommst du mal zurück und erklärst die ganze Sache? Die Zeit ist knapp und euer Verständnis verzichtbar. Darf ich ihn erschießen? Komm schon, lass mich ihn erschießen. Ich bin Groot. Hey, wir sitzen im selben Boot und Experten sagen, das wird ein harter Kampf. Unter uns? Du untertreibst unfassbar. Dann wäre doch alles von Vorteil, was du uns über unseren Gegner sagen kannst. Wie? Stelle dir ambivalente Allmacht vor. In Dunkelheit dahintreibend. Apropos Dunkel. Das war meine astrale Abgeschiedenheit. Macht ohne Sinn, bis zur Entdeckung durch Raker. Seine Crew braucht eine Kur. Sie war geplagt von Pocken, die ich wundersamerweise lindern konnte. Ein Schiff voller Kranker stößt zufällig auf jemanden mit endlosen Heilfähigkeiten? Wir waren Bedarf und Begleitung, Symptom und Schutz. Sie verehrten das Wunder meines Wirkens und gewährten mir Gottstatus. Ich glaube, wir wissen, worauf das hinausläuft. Ich weiß nicht, worauf das hinausläuft. Psst, jetzt kommt der gruselige Teil. Mit der Verehrung der Gefolgschaft formte sich in mir finstere Freude. Und in den Schatten sprach sie: Weiche Welpen, perverse Predigt, dumme Duckmäuser, fertig zum Festschmaus. Hybris schuf Hunger. Ein geschwüriges Gelüst namens Magus. Was wollte es? Vollständige Hingabe. Ich habe diese Stimme auch gehört und dann nichts anderes. Schmeichelei und Selbstgeißelung in den Schlund mit Trauer und Bestürzung. Ich hab doch gesagt, jetzt kommt der gruselige Teil. Es war fahle Fäulnis aus dem Samen meiner Stärke. Mein Seelenstein beschädigt. Also riss ich ihn heraus. Ihn rausreißen? Wie? Ein mechanisches Mirakel von Raker trennte den Stein aus meinem Schädel und beseitigte das Böse darin. Übersetzung, du hast zugelassen, dass Raker deine Kräfte stiehlt. Was immer seine Launen lenkte, an jenem Tag war er mein Freund. Er schwor, Gutes von Sünde zu scheiden, dass meine Heilung ohne Unheil herangezogen werden könne. Klar, aber wer zieht sie heran? Ich sehe es wie Rocket. Raker wusste genau, was er tat. Der miese Mann ist ein meisterhafter Manipulator. Verdammt! Jetzt mache ich das auch schon. Ich verurteile meinen früheren Freund nicht. Unser Experiment brach uns beinahe beide. Wie erklärst du dir dann, dass dein bester Freund den Stein in die Finger bekam und jetzt die Galaxie erobert? Gar nicht. Ich glaube, darauf habe ich die Antwort. Nachdem ich mein Versprechen abgelehnt hatte, wurde ich in das von Nikki gezogen. Corell war dort. Sie hat versucht, mir etwas zu zeigen. Peter, du kannst auf nichts vertrauen, was du da drin gesehen hast. Das war anders und es hat sich anders angefühlt. Sie brachte mich zur Quarantänezone zurück und ich habe dieses Magus-Ding gesehen. Es hat sich mit Nikki verbunden und ich... Ein Infinity-Stein. Ich habe gesehen, wie es Corell getötet hat. Hörst du dir eigentlich selbst zu? Wie konnte sie dir das zeigen, wenn sie tot ist? Völlig vorstellbar. Ihre Seele könnte von dem Stein umschlungen sein, gekettet an das Kind. Genau das hat Corell gesagt. Die drei sind irgendwie verbunden. Sie hat gesagt, Nikki müsse ihren Tod akzeptieren. Der Magus schluckt ihren Schmerz. Er gebietet ihrem Geist und stärkt sich mit ihrer Schar. Und ich vermute, er kriegt nie genug. Sein Appetit ist unersättlich. Ohne Eingreifen wird er alles aufsaugen. Wir brauchen einen verdammt guten Plan. Dann lass dir schnell einen einfallen. Ich sehe nämlich schon Tageslicht. Das Band zwischen Magus und Matriarchin muss gebrochen werden. Er stillt seine Sucht durch sie. Okay, Nikki ist also die Obervampirin? Wenn wir sie heilen, werden die anderen befreit? Warum hast du das nicht gleich gesagt? Also Schritt 1, Nikki finden. Schritt 2, sie überzeugen, dass ihre Mom nicht von den Toten zurückkehrt. Schritt 3, ihr diesen Stein abnehmen und mit diesem Magus-Ding den Boden aufwischen. Ich sehe schrankenlose Selbstsicherheit. Ja, er hier ist Mr. Positiv. Manchmal wird einem richtig schlecht davon. Der Stein ist sowohl Band wie Brücke für Magus. Und ein junger Geist leistet kaum Gegenwehr.
Ist Magus eins mit ihr, kann die Loslösung sie das Leben kosten. Dazu lassen wir es nicht kommen. Ich will mich ja nicht Deprigoldi anschließen, aber wie wollen wir das Kind finden? Was meinst du? Oh, Flag! Was ist hier? Oh, Flark. Sie haben den Cortex. Jetzt können Sie überall hin und jeden konvertieren. Gehen, sofort. Warum klingt das so, als würdest du nicht mitkommen? Es sind meine Leute. Wenn ich bleibe, werden einige überleben. Dann bleiben wir und helfen. Geht. Ich werde da sein, wo ich den Arsch abwischt, Alter. Denke ich. Vertraut mir einfach. Stirb bitte nicht. Ich habe mich gerade an dich gewöhnt. Kommt dem Spiel nicht zugute, dass ich die alten Treiber installiert habe. Tut mir natürlich leid, aber bedankt euch bei Activision. Blizzard, Microsoft. Treyarch. Treyarch, wen auch immer. Musst du aufs Klo, Goldjunge? Du machst mich ganz nervös. Ganz gewiss noch nicht genug genervt. Was ist denn jetzt schon wieder? Dies krude Konzept kränkelt kolossal. Kindisches Kalkül. Die Madonna hätte mit uns gehen müssen. Sie weiß schon, was sie zu tun hat. Wenn es soweit ist. Welch lausiger Lapsus unterlief mir, dass mich so ein hohler Haufen heimsucht. Hallo? Hat er jetzt meine Kabine? Kein Mucks bisher vom Köter. Groot sagt, er versucht's weiter. Wo ist Mr. Wortgewalt? Er hat Peter Quills Kammer gekapert. Eine hochgradig herausfordernde Herrschaftshandlung. Fang nicht auch noch an. Frage, wer braucht diesen Goldklotz? Antwort, wir, leider. Das musst du jetzt regeln, Quill. Versuch einfach, ihn nicht noch wütender zu machen, als er eh schon ist. Bei einem Kampf auf Leben und Tod akzeptiere ich das Ergebnis. Wenn er gewinnt, kriege ich deine Waffen. Ich würde nicht darauf wetten, dass Peter diesen Kampf gewinnt. Letztes Mal hat's uns alle gebraucht. Ich kann immer noch nicht glauben, dass er eine meiner Smartbomben gefangen hat. Einfach so. Wir... Hey, Quill. Du scheinst ziemlich gute Laune zu haben. Oh, naja. Ich habe eine tolle Idee für eine Blastererweiterung und freue mich schon aufs Zusammenbauen. Jetzt, wo das Team wieder komplett ist und wir eine Verschnaufpause haben, wir sind dir wirklich dankbar für das, was du auf Lamentis getan hast. Quill, ich weiß, du magst solche Gefühlsduseleien nicht, aber ich meine es ernst. Quill, du machst gerade aus einer Mücke einen Centauri bullen. Voll peinlich. Ich mein's ernst. Mantis hat was von einem Trauma gesagt. Kommt, daher vielleicht deine Angst vorm Wasser? Okay, diese kleine Zeitschleifentussi weiß überhaupt nichts. Das muss eine andere Zeitlinie sein. Naja, wie auch immer. Du hast uns das Leben gerettet, also danke. Lager hat uns gerettet? Ach, überrascht dich das? Ich kann mehr als nur Sachen in die Luft jagen. Du hast uns das Leben gerettet, indem du was in die Luft gejagt hast. Flag dich doch, Mordmama! Gib mir einen Tick, ich komme gleich. In Rekordzeit erledigt. Und vollbracht. Na, fehlt ja nicht mehr viel, ne? Übrigens.
Übrigens wegen meiner Gehaltserhöhung. Du hast die Kühlschranktür geschlossen. Ja, manchmal mache ich das. Ich dachte, ich wäre der Einzige, der sich die Mühe macht. Ich dachte, ich wäre die Einzige. Einmal hat sie auch der Baum geschlossen. Freut mich, dass du wieder auf unserer Seite bist, Drax. Wir werden den Zerstörer diesmal wirklich brauchen können. Ich werde bereit sein. Ich habe die Bedrohung durch den Magus selbst erlebt. Niemand sollte unter seinen heimtückischen Lügen leiden. Ich schulde euch allen enorme Dankbarkeit. Es wird mir eine Ehre sein, an eurer Seite zu kämpfen. Und das ist ziemlich viel Kraft. Ich bin Groot. Groot stimmt dir zu, Muskelpaket. Klingt so, als hätten wir einen hübschen Kirchenprügeltrupp. Ich hoffe nur, dass unser Gast sich dieser Trachtprügelfeier anschließt. Gamora, ist es okay für dich, dass Mantis allein gegen die Kirche kämpft? Sie wird nicht kämpfen. Sie wird sich aufs Evakuieren konzentrieren. Vielleicht können sie sich alle in den Höhlen verstecken. Sie wird also zulassen, dass die Kirche ihre Heimatwelt übernimmt? Mantis würde sagen, dass Personen wichtiger sind als der Planet. Und sie weiß, dass die Kirche es dann aufhört, wenn es uns gelingt, Nikki zu retten. Du setzt großes Vertrauen in diese himmlische Madonna. Sie ist eine der wenigen, denen ich wirklich vertrauen kann. Wirklich? Mich macht sie nervös. Weil sie klüger ist als du? Und freundlicher. Ich bin Groot. Hey! Bei diesem Spitznamen stehen mir die Haare zu Berge. Ich bin pelzig, nicht struppig. Und die Verniedlichung mag ich auch nicht. Was mache ich hier? Die hat jeder auf diesem Schiff benutzt. Heute nicht, ihr Hirnparasiten. Schön und sauber. Meine Schultern tun weh. Ja, Mantis ist schwerer, als sie aussieht. Was hat sie mit meinen Schmerzen zu tun? Sie saß den ganzen Weg runter zu Goldie auf deinem Rücken. Wirklich? Okay. Mögen die Wellen der Ruhe meine Seele umspülen. Ah, Gamora! Seit wann meditierst du? Gar nicht, aber das sind gerade heftige Zeiten. War ein bisschen viel in letzter Zeit. Oh ja, das kannst du wohl laut sagen. Okay, und wie benutzt man den? Also nur für den Fall, dass Rocket danach fragt. Also als erstes, ihn einfach nur halten reicht nicht. Du musst auch irgendwo bequem sitzen können, wo du entspannt bist, aber auch aufmerksam und konzentriert atmest. Und dann übst du. Viel. Ja, das klingt nach viel mehr Arbeit, als ich gehofft hatte. Das ist bei fast allem so, was sich lohnt. Und wie machst du das? Konzentration hat uns Thanos schon sehr früh eingebläut. Aber erst als ich bei den Priestern von Parma lebte, erkannte ich, wie eng seine Vorstellung von Meditation wirklich war. Ich kann mir Thanos nicht beim Meditieren vorstellen. Ich dachte, er wäre so der Typ egoistischer Tyrann. Oh, das war er allerdings. Aber Thanos verstand auch, dass gewisse Aspekte der Meditation ihm nützen konnten. Wie Konzentration? Konzentration, bessere allgemeine Wahrnehmung, Schmerztoleranz. Er dachte sich lustige Spielchen als Trainingsübungen aus, bei denen ich und Nebula gegeneinander antreten mussten. Das Schlimmste daran, wir wussten nicht mal, was er tat, bis es zu spät war. Was heißt das? Thanos' Meditation veränderte uns, machte uns zu hyperkonzentrierten Waffen. Wir waren unempfänglich für die Schrecken seiner Pläne. Leute töten. Attentat ist nur eine andere Bezeichnung für Mord. Wie seid ihr damit umgegangen? Wir haben Witze gemacht, schlechte, geistlose Sprüche gerissen, während wir gemordet haben. Je fieser, desto besser. Und ich hab gedacht, du hättest einfach nur einen schrägen Humor. Oh, das stimmt auch. Aber nur so konnten wir überleben.
Und wir machten etwas zusammen, eine neue Art von Wettbewerb. Nur zwischen mir und Nebula. Wer kann den anderen zum Lachen bringen? Das ist aber echt krank. Und trotzdem irgendwie berührend. Naja, aber auch schlechte Witze können nicht verhindern, dass dein Gewissen dich irgendwann einholt. Wie bist du zu den Priestern von Parma gekommen? Sie sind nicht gerade so wie du mit ihrem ganzen Pazifismus und so. Mantis hat sie mir letztes Jahr vorgestellt. Jemand musste mich heilen. Sie haben mir mehr geholfen, als ich für möglich gehalten hatte. Geholfen? Wie? Man könnte wohl durchaus sagen, ich war gebrochen. Thanos, der Krieg, die Arbeit als Attentäterin. Das hinterlässt Spuren. Als Mantis mich dahin brachte, wollte ich schon aufgeben. Ich meine, mir ging's miserabel. Für mich gab's keine Erlösung. Ich war nichts wert. Ich dachte, ich verdiene nichts anderes als den Tod. Bist du aber nicht. Gestorben. Nein. Da war dieser Junge. Arkan. Den du im Dorf umarmt hast? Arkan war wie ich. Verloren. Seine Eltern starben bei einem Unfall. Er war kämpferisch, ein Rebell, das Gegenteil von einem Pazifisten. Die Priester hielten es für eine gute Idee, dass wir unseren ganzen Mist gemeinsam aufarbeiten. Und war es eine? Am Anfang nicht wirklich. Er konnte so eine Nervensäge sein. Aber langsam verließen wir uns mehr und mehr aufeinander. Thanos hatte mir beigebracht, funktional zu meditieren, aber nicht im spirituellen Sinn. Und ein Trauma verarbeitest du so nicht. Die Sorge um Arkan, er zwang mich zum Denken und Reflektieren. Und gemeinsam gaben wir uns Halt und konnten irgendwann unsere Dämonen besiegen. Wow! Ich hätte nie gedacht, dass Meditation so intensiv sein kann. Und so hilfreich? Ja, auch das. Ich sollte es wohl doch mal probieren. Obwohl ich ein bisschen Angst davor habe, was ich finden könnte. Wer weiß. Vielleicht wird's ja eine Überraschung. Für mich war's eine. Ja, vielleicht. Naga, du sagtest, ich hätte die Madonna auf meinen Schultern durch... Hey, Warlock! Mach auf! Das ist meine Kabine, weißt du? Und das ist mein Kassettencover. Verfasst du solch prägnante Poesie? Das ist keine Poesie, das ist Musik. Hard Rock. Mit verzerrten Gitarren und Bass und Schlagzeug. Schlichtes Schriftgut, seinem Schreiber gleich. Okay, was ist dein Problem, Mann? Was habe ich getan, dass du so bist? Ob deiner fahrigen Führerschaft entschwand die Madonna und mit ihr der Trumpf zum Betreten des telepathischen Terrains. Mantis hatte gute Gründe, zurückzubleiben. Wir müssen bloß Niki holen und gleich wieder abhauen, damit wir sie wiederfinden. Dein träges Taktieren zollt zu viel dem Zufall. Versicherst du verlässlich, dass dein vages Vorgehen unser Wirken vorantreibt? Ja, absolut. Weise Worte. Forsch und gefestigt. Doch ich hege zehrende Zweifel. Dein Wirken weicht weit ab von dem wahrlich weiseren Weg, den ich wählte. Vielleicht können wir uns in der Mitte treffen. Ja. Ein Eid. Erwägst du, unter Eid zu erklären, die Schärfe deines Schaffens zu schüren und stolz zu schreiten, statt stumpf auf den Stufen des Schicksals zu schlafen? Klar, Mann. Was immer nötig ist. Dann schwöre. Ich schwöre, ich werde ein guter Anführer sein, entscheidungsfreudig und es nicht zulassen werde, dass Mantis alles macht, was sie will. Dem fehlt noch die Finesse. Was ist mit dir, Mr. Wortgewalt? Woher weiß ich, dass du nicht umschwenkst, sobald du Raker siehst? Was dürfte mich dazu drängen? Wart ihr nicht mal die dicksten Busenfreunde? Wir kamen nur kurzzeitig in Kontakt. Doch ich tauchte ein in die tragische Tiefe seiner Traurigkeit. Er trauert um seinen Sohn. Deswegen macht er das alles. Die Kirche, die Matriarchin. Weil er sein Kind zurückhaben will. Aber das geht doch nicht, oder? Der Markus kann nicht... Nein. Das nicht. Also?
Können wir auf dich zählen? Wenn du wieder auf Raker triffst, der Mann muss gestoppt werden. Zweifelsohne. Und wie ist er so? Frustrierend. Als würde man sich beim Sommertanz mit Suzanne Harris unterhalten. War das nicht das Menschenmädchen, das du mit deinem Jojo beeindrucken wolltest? Ja, und das lief ungefähr so gut wie das Gespräch mit Mr. Umhang. Was ist ein Jojo? Also, dieser Warlock. Schon was Besonderes. Ich weiß nicht, ob wir einem Typen vertrauen können, der sich beim Anblick des großen Einhorns gedacht hat, der Schlingel sieht aus wie ein seriöser Schurke. Er weiß einfach, dass das wahre Böse der Magus... Hey, die ist von Lamentis. Ist sie damit nicht eine heilige Pflanze? Groot, hast du eine heilige Pflanze von Lamentis gestohlen? Ich bin Groot. Hast du Cosmo erreicht? Möglicherweise müssen wir die Kirche in Nowhere aufhalten. Bist du bereit? Ich bin Groot. Muss dann auch mal ins Bett. Danke für die Stream. Alles klar, Herr Valandiel oder Keksi, wer auch gerade schreibt. Wünsche euch beiden eine gute Nacht, ihr Lieben. Was kann gegen die Armee der Konvertierten ausrichten? Kussi aufs Nussi. Ich hoffe, dass Peter Quill unseren Gast überzeugt hat, mit uns zu kämpfen. Dem Ton seiner Stimme nach war er eher genervt als überzeugt. Wer? Quill oder Goldjunge? Sie klangen beide genervt. Genervt oder nicht? Wir müssen mit ihm zusammenarbeiten. Wir brauchen jemanden, der stark genug ist, um Raker in Schach zu halten, wenn wir zu Nikki wollen. Schätze mal, das erklärt, warum wir Cosmo nicht erreichen konnten. Ich bin Groot. Wenn du nicht antwortest, sind wir gleich ein Satz Atome. Ich übernehme die Kommunikation. Hau rein, Kumpel. Grüße, Reisender. Habt ihr die Wahrheit ihres Versprechens angenommen? Das taten wir. Meine verstorbene Frau und Tochter sind bei mir. Wir danken der Matriarchin für ihr Geschenk. Möge das Versprechen erfüllt werden. Du darfst im Raumhafen landen. Scheiße, Alter. Das Ding ist schon, dieser Kopf ist schon riesig, Alter, aber das Schiff ist ja nochmal dreimal so groß, Alter. Und Wendbüros. Und Nudelboden. Vielleicht ist es gar nicht so schlimm, wie es aussieht. Ich vermute, es ist schlimmer. Raker rekrutiert Regimente, derweil wir Wohlfall warten. Ich lande so schnell ich kann, Gott. Was zum Flock? Nee, Valandil legt sich Schiff schon lange und so, ich Uhrzeit. Ah, okay. Der Kokon-Typ glaubt, er wäre jetzt ein Schmetterling. Dann gute Nacht. Trotzdem euch beiden. Hoffen wir, dass er die Kirche ablenken kann, solange wir Nikki suchen. Hätte nicht gedacht, dass du dich durch die Security bluffen kannst, Muskelpaket. Ich bin der Täuschung durchaus fähig. Wir werden mehr als das brauchen, um zum Continuum-Cortex zu kommen und Nikki zu retten. Vor allem, wenn Goldjunge nicht an Bord ist. Sollen wir versuchen, ihn zu finden? Wir müssen uns wirklich beeilen, wenn wir das Mädchen retten wollen. Drax hat recht. Hoffen wir einfach, dass Warlock ordentlich Schaden verursacht. Also los, retten wir Nikki. Peter?
Okay. Bleib cool. Überlasst mir diese Typen. Willkommen, Reisende. Seid ihr gekommen, um Zeugen der Erfüllung zu werden? Der was bitte? Der Umsetzung des Versprechens der Matriarch. Des Beginns einer neuen Welt. Ohne Tod oder Schmerz oder Angst. Ihr solltet das wissen. Seid ihr nicht für eine Landefreigabe überprüft worden? Was? Doch, natürlich. Warum wisst ihr dann nichts von der Erfüllung? Hier stimmt etwas nicht. Diese Ketzer müssen aufgehalten werden. Attacke! Leute, Gruppe bilden! Worauf warten wir? Diese Klingen sind durstig! Meine auch! Ich will einfach nur angreifen und ordentlich Schaden verursachen, Peter! Ungeschützt zu sein macht mir keine Angst, und wisst ihr warum? Ungeschützt? Wer redet denn von... Weil wir da draußen stärker sind als sie. Ich kann ein Ziel bestimmen, euch den Angriff befehlen und es wird erledigt. Wer ist dabei? Wir! Keine Angst! Warum? Angriff auf Kopfgesicht! Erheilt seine Freunde! Das wird er ohne Kopf nicht können! Habt ihr die Verwendung des Schlägers zu seinen Freunden? Das ist nicht fair! Nein! Lol. Böse Magie! Der Zauberer heilt die anderen! Vorsicht! Dieser Priester pumpt Glauben in die anderen! Und er wird dafür leiden! Gamora, zeig's ihn! Genau! Der schwimmende Flügel wird auch mit dem Rest! Der Priester kanalisiert Energie in den Jäger! Immer tut diese Fliege totschlagen! Diesen Irren nur raten, dass ihre Welt ohne Tod oder Schmerz oder Angst daherkommt. Denn ich werde sie dafür umlegen, dass sie diesen Raumhafen zerflagt haben. Sie haben ziemlich viel umdekoriert. Ein Grund mehr für uns, zum Cortex zu gelangen und Nikki zu finden. Wir patrouillieren ziemlich viele Schiffe. Seid immer froh, dass sie uns nicht beschießt? Ich beschwere mich ja gar nicht. Das Teil muss da raus. Ich muss es von seiner Wurzel lösen. Hat jemand ein Hinweisschild gesehen, wo es zur Erfüllung geht? Nein, ich gebe Bescheid, wenn mir eins auffällt. Danke. Alter.
Das ist wirklich so, ja. Ups. Wenn das Versprechen hier erfüllt wird, werden Konvertierte herbeiströmen. Sind wir die einzigen Neuankömmlinge? Mist! Kosmos Turm ist abgeschaltet. Ich bin Das liegt daran, dass er noch nie dunkel war. Ihr wisst schon, dass einige Typen, die auf uns geschossen haben, zur Nowhere Security gehörten. Das bedeutet nichts Gutes für den Hund. Ich war noch nie ein großer Fan des Köters, aber wir hätten einen Ersatztelepathen gebrauchen können. Nur weil der Turm abgeschaltet ist, muss das nicht auch für Cosmo gelten. Bei unserem letzten Besuch hat er mich, Gamora und Drax und Lady Hellbent als Kopfgeldjäger ausgeschaltet wie nichts. Glauben wir einfach daran, dass es ihm gut geht. Echt jetzt, Peter? Glauben? Davon scheint hier schon viel zu viel gelagert zu sein. Falls wir das Mädchen finden, wie kappen wir ihre Verbindung mit dem Magus? Gar nicht, wenn der Kokonjunge nicht da ist, um danach alles aufzusaugen. Dann müssen wir ihr eben gut zureden. Meme, Alter, ich spiel einfach das nächste Mal DMZ mit Controller, Alter, hab ich auch Aimbot. Dasselbe wie bei unserem Anflug. Schon, aber diesmal aus der Nähe. Nowhere war eh schon nicht immer schön, aber... Flak! Da drüben! Es sind so viele! Ich hätte gedacht, die meisten Nowhere-Leute würden das Versprechen ablehnen. Jeder will Dinge, die er nicht haben kann. Ja, aber diese Gauner waren immer skeptisch, wenn ihnen je... Du hast recht, Rocket. Die Leute hier waren hart drauf. Ich habe mal gesehen, wie einer einen verprügelt hat, weil der ihm ein Kompliment gemacht hat. Die würden sich nie freiwillig anschließen. Ein Schwert an der Kehle kann sehr überzeugend sein. Genau wie das Versprechen. Sie haben überall verflagte Glaubensbatterien. Genau wie auf der Harlas Hope. Vielleicht haben sie im Cortex noch eine riesige Strahlenkanone gebaut. Um von mehreren Welten auf einmal Glauben abzusaugen? Ist das überhaupt möglich? Die Energie lädt diese Batterien nicht auf. Sie fließt von ihnen weg. Dann treiben sie also etwas an. Sieht ganz so aus. Ich hatte hier einen Kontakt. Vor vielen Rotationen. Wirklich? Hey! Seht mal! Böse Jungs! Lausiger Spaßflaker, macht euch bereit zum Sterben! Sie fürchten den Tod nicht. Wir können ihn trotzdem vorher wehtun. Wenn sie nur die Wahrheit wüssten. Das war eine ziemlich überzeugende Lüge. Achtung! Ich nehme an, ihr wisst schon von uns. Da müsste doch noch mehr sein. Wieder ein Protisten eliminiert! Durchgeknallte Ehre verdient es! Ich muss zugeben, dass es irgendwie befriedigt. Wie oft hattest du mit Nowhere Security zu tun? Ich bin noch die ganze Woche hier. Je weiter wir vorrücken, desto mehr Batterien. 100 Units, dass sie was mit der Erfüllung zu tun haben. Der Priester hat gesagt, sie bringen... Sie können niemanden wiederbeleben. Schon gar nicht nach Nikis Rettung. Wir versuchen nicht nochmal, sie auszutricksen, oder? Damit, dass wir alle das Versprechen angenommen haben? Nur wenn du das violette Leuchten imitieren kannst, das sie alle haben. Bin ich jetzt dumm? Es überrascht mich, dass die Kirche den Cortex einnehmen konnte. Er schien mir beim letzten Mal ziemlich sicher. Tja, nicht halb so sicher, wie der Hund dachte. Die Kirche bekommt mit jedem Tick mehr Truppen. Ihre Überzahl dürfte die Verteidigung problemlos überwunden haben. Während wir nur zu fünft sind. Du gibst uns wirklich Selbstvertrauen, Großer. So, das leuchtet doch gar nicht.
Ich habe über das nachgedacht, was Warlock gesagt hat. Über welchen Teil? Er hat nur geredet, seit wir ihn getroffen haben. Darüber, dass Nikki und das Magus-Ding zu sehr verbunden sein könnten, um sie zu retten. Hat er das gesagt? Da verstehe ich ja die Käfer-Lady besser. Ach, jetzt weiß ich was. Müssen wir einem Rhapsoden von diesen Abenteuern berichten. Einem was? Sie sind die Bewahrer der Katastrophe. ...sianischen Geschichte, das wird... ...mit ein großes Epos. Welche von diesen Wahrsagern das vorausgesehen haben? Unwahrscheinlich. Das waren alles Scharlatane. Die meisten waren Taschendiebe und Hehler. Immer nützlich, so jemanden zu kennen. Kannst du das Feuer... Nee, leider nicht. Kann ich leider nicht einfrieren. Auch wenn da jetzt schon so ein Symbol dran ist. Irritiert nämlich auch ein bisschen. Stimmt durch. Hier drüben! Sieht aus, als passen wir da durch. Wir müssten in der Nähe von Mantlos Bar sein. Siehst du sie? Nicht wirklich. Es liegen jede Menge Trümmer im Weg. Durch diese Wand kommen wir nicht durch. Auf der anderen Seite könnte ein Haufen Irrer auf uns warten. Du hast recht. Peter, du solltest irgendwie rübergehen und nach... Das hat nicht funktioniert. Flakov, ich gehe rein. Was ist mit den Fanatikern? Wenn ich welche sehe, mache ich sie platt. Wer, wenn nicht wir? Stimmt's? Hier ist niemand, Quill. Aber du wirst einen Brocken von dieser Seite herauslösen müssen. Falls ich einen Weg dorthin finde. Gamora, jetzt müsstest du dein Schwert reinstecken können. So, mein Lieber, ich schaue noch im Wohnzimmer zu, bin dann aber nicht im Chat aktiv, also nachher Nacht. Alles klar, Darcy, dann dir eine gute Nacht. Nicht Mantlow. Seht euch das an. Jetzt wird's persönlich, Quill. Du hast diesen Laden echt geliebt. Es war der einzige Ort in der ganzen Flak-Galaxie, wo du dich sicher fühlen konntest. Also abgesehen von den Schlägereien und den Razzien und den Kopfgeldjägern. Wir trinken später einen darauf. Aber jetzt müssen wir weiter. Durchgang machen. Wir haben keine Spur vom Goldmuskel, seit er vom Schiff gesprungen ist. Adam Warlock. Vielleicht hat sie ihn irgendwo in der Unterstadt zerlegt. Lol, anstatt einfach Rex das wegmacht, aber. Oder es war eine Lüge, auf welcher Seite Drax. Er steht. Und er wartet nur darauf, uns anzugreifen. Warlock hegt einen alten Groll. Er würde sich nicht mit dem großen Einiger zusammenschließen. Wofür brauchen wir den Goldjungen überhaupt? Wir kamen doch bestens ohne ihn zurecht. Von wegen bestens. Der Magus verschlang meine Seele. Dein Gedächtnis ist lückenhaft. Mein Gedächtnis ist einwandfrei. Ich bin lediglich ein Optimist. Weißt du, warum wir Warlock brauchen, um das Weltraum-Magie-Ritual...
Ich den weggebumst hat, Alter. Ich geh mal hier lang. Den nicht offensichtlichen Weg. Gucken, was passiert. Da kriege ich schon mal Zeug. Jetzt können wir hier lang gehen. Vorsicht, Peter Quill! Jungs, seht mal nach unten. Es ist ziemlich viel Licht. Du denkst, das ist die Erflakung, oder? Könnte aber auch nur Ablauf von den Kabeln sein. Was Ach, immer diese Scheiße. Irren vorhaben, sie brauchen jede Menge Saft. Vielleicht haben sie damit ihre Flotte betrieben, um Lamentis zu erreichen. Nein, das könnte der Cortex alleine in die Hand nehmen. Nikki hatte Warlocks Seelenstein in ihrer Hand. Was, wenn er dort verschmolzen ist und Raker versucht, ihn zu entfernen? So wie bei Goldlöckchen? Hat ja beim ersten Mal nicht so toll funktioniert. Sie hat vielleicht das Böse im Stein gespürt und darauf bestanden, es erneut zu versuchen. Oder sie wird nicht länger benötigt und Raker will die Macht des Steins für sich selbst. Also, wir müssen zur Unterstadt das Mädchen finden und was sie auch vorhaben, stoppen. Und wir müssen damit rechnen, dass sie uns stoppen wollen. Unsere Zusammenarbeit ist belebend. Wir sind ein großartiges Team geworden. Ja, das sind wir, Drax. Wir sind jetzt eine große, glückliche Familie. Was hast du denn mit dem Schrott vor? Die ist kein Schrott. Wächter der Galaxie, rettet die Gläubigen und alarmiert den großen Einiger. Die Erfüllung darf nicht aufgehalten werden. Das war's. Sie ist übergeschnappt. Gamora, warte auf uns!
entkommen, Drax! Schlag die zusammen! Dann wirst du sie nicht ruinieren! Ich werde sie alle ruinieren! Du bist dran, Großer! Ich bin Groot! Muss eine Truppensache sein? Ich weiß auch nicht. Es ist nicht meine Schuld, dass sie sich so aufführt. Drax, Schleuder! Zum Plan, Gamora! Sie ist im Moment nicht ganz richtig im Kopf. Hieß es nicht, wir stürmen nicht einfach vor? Das war beim letzten Mal. Attacke! Er geht auf das Auto von Star-Lord! Und der darf jetzt hier einfach seine Kumpel halten. Behüte dich, Verzehrchen! Feiglinge, steckt euch! Wir haben schon genug zu tun, Muskelpaket. Dann wirst du sie nicht ruinieren! Wen ruinieren? Was ist denn jetzt los, Gamora? Man muss diesen Typen doch irgendwie richtig wehtun können! Die muss eine Puppenklappe sein, ich weiß auch nicht. Ich sehe ihn, Groot. Vorsicht! Ja, da wurde geboostet. Der schwebende Schamane sinkt in seine Herde. Ja, je früher der Typ am Boden ist, desto besser. Schon wieder? Zum Flock, Gamora! Flieger weggeklappt! Versuchen wir es nochmal, okay? Dafür bin ich doch da! Wir brauchen eine Verschnaufpause, Groot! Quill, wir haben da vielleicht ein Problem. Hieß es nicht, wir stürmen nicht einfach vor? Das war beim letzten Mal. Attacke! Was jetzt, Peter Quill? Der Kultist ist mir voll reingelaufen. Durchgeknallte Ehre verdienen es. Oh, sie rast komplett aus, Alter. Geht's dir gut? Ging mir nie besser. Yep. Definitiv nicht gut. Gamora, warte mal, warte! Warum? Damit noch mehr Kinder im Namen von Rikers verfluchter Kirche geopfert werden? Nein, natürlich nicht. Nur... Nur was, Peter? Ich weiß auch nicht. Durchatmen? Jede Minute, die wir vergeuden. Wir haben keine Zeit zum Durchatmen. Ich weiß, Raker weckt schlimme Erinnerungen in dir. Es geht hier nicht um Thanos. Es geht hier um Nikki und was Männer wie Raker und Thanos mit Mädchen wie ihn machen. Oder mit mir. Oder meiner Schwester. Hätte ich doch bloß besser Acht gegeben auf Nebula, dann wäre sie vielleicht nicht tot. Wow. Was? Nebula ist tot? Wie? Ich meine, wer war's? Ich möchte ihm seine blutbesudelte Hand schütteln. Ich war's. Du hast deine Schwester getötet? Sie hast du also im Versprechen der Matriarchin gesehen. So habe ich die Lüge erkannt. Die Nebula, die ich kannte, wurde verwandelt in ein hasserfülltes, rachsüchtiges Monsterwesen. Eins, das immer weitergemacht hätte. Nur ich konnte es aufhalten. Also tat ich es. Dass ich das überlebe, war nicht vorgesehen. Wieso hast du denn nie etwas gesagt? Weil es kein guter Gesprächsanfang ist.
Hi, ich bin Gamora. Ich habe meine Schwester gekillt. Werden wir Freunde? Nein, werden wir nicht. Wer will schon ein Monster zum Freund? Oder in seinem Team haben? Einem Team, in dem ich mich seltsam wohlfühle. Trotz allem, was war. Naja, ich hasse Nebula, also wenn's nach mir geht. Was denn? Ich sag ja nur, das ändert nichts. Genau genommen ändert das alles. Die todbringendste Frau der Galaxie gibt gerade zu, dass sie uns liebt. Tu ich nicht. Doch, tust du. Du hast gesagt, du liebst uns nach dem Teil mit dem Mord. Ich sagte, ich fühle mich wohl bei euch. Auf Keteth ist das die Definition von Liebe. Gern haben. Ich hab euch gern. Können wir jetzt weitermachen? Einverstanden. Noch mehr Zuneigung und ich muss reiern. Wir akzeptieren dich, Gamora Zanhuberi. Dann sind wir jetzt wohl verheiratet. Das halte ich echt nicht aus. So, wir haben alle mal tief durchgeatmet. Wie wär's, wenn wir jetzt einem gestörten Guru in den Hintern treten? Ja. Oh, das ist ein großer. Kriege ich ihn zuerst? Kein Problem. Ich will unbedingt sehen, wie du ihn erledigst. Tu ihn weg, Gamora! Crash! Schalte sie aus! Rotter! Volles Programm! Die Stürme von überall auf uns zu! Das hält uns nicht davon ab, sie aufzuhalten! Der gewaltige Droide ist auch eine große Bedrohung! Da draußen tobt der verflachte Wahnsinn, Quill. Der Dastabschaum schluckt Kugeln. Das glaubst du nicht. Und jeder meiner Schläge kommt mit gleicher Wucht zurück. Wir kriegen echt Ärger, wenn wir sie nicht aufhalten. Ihr meint, wir haben Ärger? Wegen dieser Typen? Ich sage, Ärger ist unser zweiter Vorname. Wenn wir Schurken schlitzen oder mit den Zähnen blitzen, wenn wir schießen und Groot für Schatten sorgt, dann machen wir Ärger. Wer ist dabei? Ultras Gefühle müssen warten! Zeit für ne... Mach dein Ding weg! Die Stürme von überall auf uns zu! Und wir werden sie jedes Mal aufhalten! Dieser Kampf erregt bestimmt Warlocks Aufmerksamkeit. Hoffentlich noch Warlock irgendwo für Ablenkung. Woher haben die so viele Schaden? Sie haben Zugriff auf den Cortex. Wer weiß, wie viel Verstärkung sie herbringen.
Einfach Spiel durchgespielt. Können. Wir müssen ihn abschalten. Gehen wir zur Brücke. Kosmos Turm ist der schnellste Weg. Hast du das Kind in dem Ritualding gesehen? Er war nicht zu übersehen. Hat die Kirche das mit seinem Kopf gemacht oder wurde er so geboren? Warum blockieren die immer noch alles? Weil sie uns jetzt erwarten. Wir brauchen einen anderen Weg zur Brücke. Hä? Wie darf ich da nicht so runter? Tut mir doch gar nichts, wenn ich hier runter so runtergehe. Weißt du, ich habe es immer gehasst, wenn mich dieser Kosmos-Scheinwerfer angeleuchtet hat. Jetzt vermisse ich ihn irgendwie. Ich wusste gar nicht, dass du so sentimental bist. Fast zu ertrinken kann einen verändern. Kann ich hier durch? Nee. Also, Gamora, wie kann ich das Interessanteste, das sie jemals getan hat, nicht ansprechen? Wir sollten vorbereitet sein für den Fall, dass der große Einiger kommt. Ich bin bestens vorbereitet. Oder muss ich genau auf den Würfel? Nein, das möchte der auch nicht. Ich hab mich schon drauf gefreut, mal wieder was umzustoßen. Echt jetzt? Ein Glaubenskraftfeld? Wenn wir die Energiequelle finden, müssten wir es abschalten können. Dann sehen wir uns mal um. Moment! Ich glaube, ich habe die Energiequelle gefunden. Wir müssen weg sein, bevor Raker auftaucht. Ja, warum darf ich da nicht runter? Da liegt halt Zeug so. Okay, direkt voraus. Hauen wir rein. Jetzt ist keine Zeit für Glücksspiel. Aber Gewinn wird... Wächter der Galaxie. Die Matriarchin hat nun beschlossen, die Erfüllung einzuleiten von diesem Ort aus. Und ihr werdet sie nicht aufhalten. Gar nichts hat sie beschlossen. Du hast sie von Anfang an manipuliert. Sie ist das Licht. Und ich bin lediglich ihr Diener. Nicht leicht zu leuchten, wenn man so ein finsteres Monsterding in sich trägt. Blasphemie! Ihr mögt euch ihrem Versprechen verwehrt haben, aber ihr werdet man glauben, zeigt nicht mit abgehackten Armen aus den kalten Leute. Klauen des Todes. Dein Gram führte dich an einen gefährlichen Abgrund, alter Gefährte. Nein. Das kann nicht sein. Ich sah dich sterben. Die Form ist flüchtig. Doch was zugrunde liegt, währt ewig. Entsage dieser starrköpfigen Sinnlosigkeit, bevor sie Zerstörerisches zeitigt. Zerstörerisch? Yeah!
Ups. Der Heckenschützen, das Feiglinge! Wir müssen die Distanz verkürzen! Mist! Jetzt ist es das Nova Corps! Die sind nicht mehr vom Nova Corps, Peter! Wo denn? Ach, da. Haben wir fast die Hälfte geschafft. Das wird klappen. Wir kommen mit Bocksprüngen zurück auf die Brücke. Bocksprünge? Das ist... Folgt mir einfach. Weil du ein großes Ziel bist. Über Dächer rennen und ballern. Das macht richtig Spaß. Wir brauchen Versuch. An diesem Moment erinnern. Peter Quill, feste mich gegen diese Narren. Was jetzt, Peter? So viele Dreckswinkel, die abgedeckt werden müssen. Ich flankiere sie. Verpiss dich, Alter. Mist, jetzt ist es das Nova Corps. Nach dieser Sache müssen sie jede Menge neue Leute rekrutieren. Achso, die sind nicht. Da komm ich runter. Natürlich war es vorher einfacher hinzukommen. Wir nähern uns dem Turm des Hundes. Halt durch, Niki. Wir kommen. Achtet darauf, dass wir nicht runterfallen. Zieh ihr Feuer auf, Niki. Lauf zum nächsten Dach. Über Dächer rennen und ballern. Das macht richtig Spaß. Wenn es nicht so viele wären, würde ich dir ja zustimmen. Okay, ich nehme an, Goldie hat den Sprung überlebt. Warnock ist tapferer, als ich gedacht habe. So viele Dreckswinkel, die abgedeckt werden müssen. Immerhin haben wir jetzt eine faire Chance. Also gut, wir müssen zu diesem Aufzug. Wir müssen über die Dächer gehen. Seht, Goldjunge und der Einheimerige kämpfen immer noch. Hoffentlich war das ganze Goldgerede nicht zur Angeberei. Wir sitzen fest. Wir sitzen doch gar nicht. Er meint, wir können hier nicht bleiben. Gamora, die Plakatwand! Gute Idee! Wenn du da drüben noch mehr Heckenschützen findest, lass mir einen übrig! Ich kann nichts versprechen! Tödlich der Frau im Anmarsch! Natürlich war es vorher ein. Hey, nein, 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 nein! Okay, ich nehme an, Goldie hat den Sprung überlebt! Warlock ist tapferer, als ich gedacht habe. Aber Matthias! Der Rapsode wird von unserem Schlachten hier berichten. Der was bitte? Mist! Jetzt ist es das Nova Corps. Die Soldaten sind tödlicher als die Security hier. Trotzdem müssen wir uns den Wildfall kämpfen. Da steht doch mein Name drauf. Du hast keine Chance. Nur einmal will ich diese Brücke ohne Zwischenfall überqueren können. Dafür kannst du dich bei Gott bedanken. Ich habe keine Angst vor Rake und seiner kleinen Lightshow. Bleib wachsam!
Bleib von den Kanten weg! Ich muss nah ran, um drüber zu kommen! Es ist so lange her, dass ich was gesprengt habe. Alles für dich, Gamora! Ich kann den Centurion von hier unten nicht aufschneiden! Der Rhapsode wird von unseren Schlachten hier berichten! Ist das auf Ketet eine Art Minnesänger? Richtig in die Fresse. Oh, ich hab doch viel. Also gut, wir müssen zu diesem Aufzug. Leider haben sie die Brücke geschrottet. Wir brauchen Goldjunges Hilfe nicht. Hast du deshalb auf ihn geschossen? Oh ja, das war super. Voll in den Hintern. Okay, du hast Habt ihr seinen Gesichtsausdruck gesehen? Ich höre ihn förmlich. Oh, mein güldenes Gesäß. Hoheitliches Hinterteil. Sein Pep. Flock! Flock the Fall! Wir haben schon genug Probleme. So klar! Und ballern. Das macht richtig Spaß. Wenn es nicht so viele wären, würde ich dir ja zustimmen. Okay, ich nehme an, Goldie hat den Sprung überlebt. Ich schwöre, wenn Warlock Breaker tötet, bevor ich Gelegenheit dazu hatte. Ja, ich, wie soll ich ihn denn da jetzt helfen, Alter? Klopft, Junge. Bleib von den Kanten weg! Ich muss nah ran, um drüber zu kommen. Wie viele sind das? Sieht aus, als wäre ganz Nowhere aufgetaucht. Solange sie hier sind, können sie nicht weitermachen mit der, wie immer sie es nennen. Der Erfahrung. Komm da halt nicht rüber. Mir gefällt er besser. Na dann. Kann ich ihm auch nicht helfen. Ja, Mann, sieht fantastisch aus. Ich bin Groot. Du hast ihm einen Gefallen getan. Das war kein normaler Nova-Core-Typ. Gerade rechtzeitig, denn wir gehen nicht auf diese Brücke zurück. Ich weiß, wo wir sind. In der Nähe ist eine Straße, die von der Hauptbrücke zu Cosmo führt. Wo? Sie müsste genau unter uns sein. Vielleicht sollten wir das Schiff rufen, damit es uns zu unserem Ziel bringt. Sie würden uns niemals in der Nähe der großen Party landen lassen. Wir müssen auf die andere Seite von diesem Ding. Drüber kommen wir nicht. Wie wär's mit drunter? Drax, Kumpel, mach ein Loch. Man macht ein Loch. Ein Loch ist die Abwesenheit von etwas. Das ist ein Weg nach unten. Der beste. Ich bin Groot. Oh, Groot glaubt, man erhebt uns in den Nowhere-Adelsstand, wenn wir es retten. Falls sie uns nicht die Schuld am großen Einhorn geben. Und dem Gehirnwäschekult. Und der Magus-Weltzerstörungsnummer. Ich finde ja, wir sollten Nowhere lieber eine Weile meiden. Seht mal, sie kämpfen immer noch. Wenigstens scheint unser Mann zu gewinnen. Ba-ba-ba-boom, Baby! Wir machen heute aber wirklich viel Werbung kaputt. Wer braucht schon eine Erinnerung daran, sich Kallax-Creme zu kaufen? Die Schlacht muss gewaltig gewesen sein. Ist denn hier irgendwas noch statisch stabil? Ich habe das Gefühl, dass es das nie war. Das kann doch nur ein verflagter Witz sein. Hoffentlich tötet Warlock Raker nicht, bevor ich da bin. Groot kennt nicht zufällig noch einen anderen Weg. Wenn ich auf die andere Seite käme, könnte ich das Ding hacken und die Brücke runterlassen. Wenn du auf die andere Seite kämst, kämen wir auch auf die andere Seite und es wäre egal. Wirf mich. Was? Wirf mich. Sag Muskelpaketer soll mich rüberschleudern.
Hast du eine Ahnung, wie weit es da runter geht, wenn es nicht klappt? Wir haben keine Zeit für Diskussionen. Ich schaff das schon. Überlass das mir! Zum Glück war das nicht Rocket. Du bist ein wertvolles Mitglied des Teams. Kein Werkzeug, das man wirft. Das Ritual macht mir Sorgen. Und was wirklich passiert, wenn wir es nicht stoppen können? Tote kommen jedenfalls nicht zurück, die Händchen halten und mit dem Schwanz wedeln. So viel steht fest. Wir müssen uns darum nicht sorgen. Ich weiß, dass ich zu Nikki durchdringen kann. Das alles ist Drakers Werk, nicht ihres. Ich werde sie auch nicht aufgeben. Ich auch nicht. Ja, so. Und das große Einhorn auch nicht. Ja. Bevor mein Internet jetzt hier wieder ausgeht, wir sind jetzt auch schon fast 7 Stunden online, würde ich sagen, dass wir jetzt hier ausmachen. Und beim nächsten Mal denke ich mal, dass wir das dann hier durchspielen können. Und ja, dann würde ich sagen, wünsche ich euch eine gute Nacht, schlaft schön und wir sehen uns dann später bei der Autowerkstatt, also beim lieben Patrick, wenn sie dann wieder am Schrauben sind. Ja, schlaft gut und bis später, meine Freunde.